Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Swift-Tutorial von mir. In diesem Video greife ich wieder ein Thema auf, das ich in einem meiner vorangegangenen Tutorials bereits behandelt hatte, nämlich wie ihr auf Kompass-Daten zugreifen könnt. In jenem Video, das ich vor nicht allzu langer Zeit, sprich vor einigen wenigen Wochen, hier hochgeladen habe auf meinen Kanal, hatten wir die Himmelsrichtung numerisch ermittelt und angezeigt in einem Label. Zur Erinnerung, 0 Grad entsprachen dabei der Himmelsrichtung Norden, 90 Grad Osten, 180 Grad Süden und 270 Grad, das war die Himmelsrichtung Westen. Solltet ihr das Video noch nicht gesehen haben, schaut es euch ruhig an, das kann nicht schaden, im Gegenteil. Denn im Prinzip möchte ich diesmal eine kleine Variante dieser App erstellen. Und auch diesmal werde ich mit numerischen Werten arbeiten. Eine App etwa, die eine sich bewegende Kompassnadel anzeigt, das werden wir in einem künftigen Tutorial programmieren. Keine Sorge, das kommt noch. Aber die Variante, die ich euch jetzt zeigen werde, sieht so aus, dass immer dann, wenn die obere Seite des iPhone-Displays genau in eine der vier vorhin genannten Himmelsrichtungen zeigt, dass im Display des iPhones ein zu dieser Himmelsrichtung passendes Bild angezeigt werden soll. Ja, im Grunde genommen handelt es sich hier also um eine kleine Spielerei und diese Spielerei ist mir irgendwann in einer ruhigen Minute in den Sinn gekommen und ich dachte mir, ja, warum soll ich euch diese Idee vorenthalten? Ich denke, das Spielen und Ausprobieren, vor allem beim Programmieren, auch wichtig ist. Wir verinnerlichen erworbenes Wissen beim Spielen und beim entspannten auf die Tasten hämmern oder wie man das so sagen soll, keine Ahnung, ne, wenn man irgendwie vom Bildschirm sitzt und einfach mal ein paar Sachen macht, ne, und wieder verwirft, ein paar andere Sachen macht, ne. Und dabei können eben neue Ideen entstehen, die wir später in den Apps, die wir in den App Store laden, Ideen, die wir in diese Apps eben integrieren können, ne. So, aber das war jetzt die Vorrede und jetzt geht's ans Eingemachte, ans Programmieren. Wie ihr seht, habe ich bereits ein neues Projekt angelegt, eine Single View Application. Und ich habe hier auch einen Ordner und in diesem Ordner hier sind einige Bilder enthalten, die ich verwenden möchte, aber hier erst einmal wähle ich die Assets hier aus oder XC Assets und ziehe jetzt diesen Ordner hier, den Ordner in das Projekt. Jetzt schauen wir mal, ob ich das noch hinkriege. Aber was ist das denn? Das ist so nicht gedacht. Noch einmal, jetzt habe ich es geschafft. Wunderbar. Ihr seht jetzt hier also die Bilder. Ein Eisbär hier. Klar, Eisbären sind am Nordpol zu finden. Dann sehen wir hier buddhistische Mönche. Das Bild soll den Osten repräsentieren, ein Pinguin für den Südpol und hier ein Cowboy, das seht ihr wahrscheinlich nicht, das ist hier, der Cowboy ist ganz klein auf dem Bild. Ihr könnt euch denken, das ist die Himmelsrichtung Westen. Okay, nun lasst uns mal ins Main Storyboard gehen, denn dort will ich nur eine Sache hier machen, oder nee, das machen wir später. Ich gehe sofort in den View Controller Swift und mache hier folgendes, Himmelsrichtungen. Wenn wir auf Himmelsrichtungen zugreifen wollen, dann müssen wir das Core Location Framework importieren. Core Location. Und was wir noch brauchen, ist ein CL Location Manager Delegate. Location Manager Delegate. Und ja, wir hatten die Himmelsrichtung in einem Label angezeigt beim letzten Tutorial.
Das möchte ich genauso handhaben. Allerdings werde ich das Label nicht aus der Object Library in den View Controller ziehen, sondern ja, ich werde das Label aus dem Code heraus erstellen. Zur Übung ist das ja nicht verkehrt, wenn man sowas macht. Im Gegenteil, das ist ganz nützlich. Und hier geht es dann los. Label ist gleich UI Label. Dann der Location Manager oder ein Location Manager Objekt. Gleich CL Location. Nicht Manager Delegate, sondern Location Manager. Gut. Und als drittes lege ich hier eine Double-Variable an, in der ich eben den numerischen Wert, der die Himmelsrichtung repräsentieren soll, speichere. Das ist hier var course. Und das ist hier eine Double-Variable. Gut. So. Und jetzt kann ich auch mal die Schrift ein bisschen größer machen, damit ihr das besser erkennen könnt. So, jetzt gehen wir mal in den View-Controller, oder nicht in den View-Controller, in die Funktion ViewDidLoad. Und was ich hier mache, ist Location Manager Delegate. Erstmal den Kommentar weg. Location Manager Delegate ist gleich Self. Location Manager Desired Accuracy ist gleich KCL Accuracy Best oder Location Accuracy Best. Da haben wir es. Und Location Manager.Start Updating Heading. Ne, nicht Stop, sondern Start. Okay. Gut, das zum einen zum Location Manager und jetzt zum Label. Label.Frame ist gleich CGRect. Und dann nehme ich hier dieses x auf 0, y auf 120. Die Breite des Labels soll self view frame width sein. Die Höhe des Labels setze ich auf 120. Label Text Alignment ist gleich Center und Label Background Color, das soll sein UI Color Dark Gray. Und Label Text Color ist gleich UI Color White. Label Font ist gleich UI Font und dann wählen wir diesen Eintrag hier aus mit Name und Size. Ja, die Schriftart, mir gefällt Copperplate Bold ganz gut. Und die Größe, die Schriftgröße soll mal 24 sein. Und dann nicht vergessen Self Add Subview. Ne, Self View Add Subview. Da haben wir es. Und Label. Ja, im Großen und Ganzen erstellt man auf diese Weise ein Label aus dem Code heraus. Und nun zur Funktion hier, die
im CL Location Manager Delegate hier enthalten ist. Und das ist die Funktion Location Manager. Und dann müssen wir hier Folgendes raussuchen. Did Update Heading. Und wo haben wir es hier? Did Update Heading. Das ist hier richtig. Das verwenden wir. Prima. Ja, und was mache ich jetzt hier innerhalb dieser Funktion? Und zwar lege ich den Kurs in der vorhin von mir angelegten Variable hier, Course-Variable, ab. New Heading, True Heading. Das ist also ein CL Location Direction. Und nun kommt die Auswertung dieser Zahl oder des Kurses. Und diese Auswertung mache ich mittels einer if-else-Konstruktion. Legen wir mal los. If course ist größer als 269, und course kleiner als 271. Ja, was soll das hier heißen? Das heißt also, wenn sich der Wert zwischen 269 und 271 Grad bewegt, das, also zur Erinnerung, 270 Grad sind ja genau Westen, aber ich möchte jetzt hier nicht auf genau 270 Grad abfragen, denn so eine kleine Abweichung, die hat man ja nun mal, ne? Wenn man eine zittrige Hand hat oder so, ne, dann wackelt man mit dem iPhone herum, und ich möchte jetzt der Einfachheit halber einfach sagen, okay, wenn sich jetzt hier der Wert zwischen 269 und 271 bewegen sollte, dann handelt es sich hier um die Himmelsrichtung Westen, ne? Also gut, mag ja Situationen geben, in denen man halt genau auf 270 Grad testen muss, aber wie gesagt, also im Rahmen des Tutorials soll das jetzt mal genügen. Und was ich hier noch nicht gemacht hatte und das jetzt mal nachhole, ist im Main Storyboard hier in die Object Library gehen und eine Image View in den View Controller hineinziehen. Diese Image View versehe ich mit Constraints, und zwar 0000, Constraint to Margins, und im Attributes Inspector setze ich hier die Content Mode Eigenschaft auf Aspect Fit. Und das war eigentlich fast alles. Was ich brauche, ist allerdings hier noch ein Outlet für die Image View. Und zack, Image View. Prima, da haben wir es doch. So, und dann gehen wir mal wieder hier in unseren Code rein. Ja, also das Outlet für die Image View haben wir. Was ich hier in der ViewDidLoad-Methode machen möchte, ist, die is Hidden-Eigenschaft des Image Views auf True setzen. Das heißt also, die Image View wird zunächst einmal gar nicht angezeigt beim Starten der App. Is Hidden ist gleich True. So. Und dann gehen wir nochmal hier in unsere Methode didUpdateHeading hinein. So, if course und so weiter und so fort ist größer als 269, dann soll eben die ImageView isHidden-Eigenschaft auf false gesetzt werden. Das heißt, die ImageView wird angezeigt. Is hidden ist gleich false.
und Image View Image ist gleich UI Image. Und dann haben wir hier named. Und ich habe hier das entsprechende Bild, das hier den Westen symbolisieren soll, Westen genannt. Das ist ein JPEG-Bild, also Westen JPG. So, else if course ist größer als 89 und course ist kleiner als 91. Also auch hier zur Erinnerung, 90 Grad entsprechen ja genau Osten, aber ich lasse auch hier wieder ein gewisses Intervall hier durchgehen, ne, zwischen 89 Grad und 91 Grad. Das werte ich hier als Westen aus und dementsprechend ist der Code hier ähnlich, also imageView.isHidden, isHidden ist gleich false und imageView.image ist gleich UI Image und hier wieder named. Und ihr könnt euch denken, dass ich das entsprechende Bild Osten genannt habe. Auch das ist wieder ein JPEG-Bild. Wunderbar. So, jetzt haben wir Westen, Osten. Ich mache jetzt was Ungehöriges, was man auf keinen Fall tun sollte. Aber gut, ich mache es einfach und kopiere mir das Ganze. Und jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich auch die entsprechenden Werte ändere, die Werte, die ich ändern muss. Das ist hier 11 ist, course ist größer als 179 und kleiner als 181. Also wenn sich der Wert zwischen 179 und 181 Grad bewegt, dann wird eben das entsprechende Bild angezeigt, das für den Süden steht. Süden.jpg. Also eine Bemerkung hier auch nochmal dazu, ne? Falls die Bilder jetzt, die gleich zu sehen sein werden, euch nicht zusagen, ihr seid natürlich frei, eigene Bilder zu wählen, ne? Und die in eurer App zu verwenden. Okay, jetzt haben wir drei Himmelsrichtungen, eine fehlt noch. Und zwar ist das die Himmelsrichtung Norden. Else if course ja, ist größer als 359. Also erinnert euch auch noch einmal daran, 0 Grad stehen für den Norden. So, jetzt wenn wir 0 Grad haben, dann muss der Wert zwischen 359 Grad und ja, einem Grad sich bewegen. Ne? Also falls ich eben diese Toleranzintervalle hier beibehalten möchte, das tue ich hier. Also auch hier möchte ich hier so einen Toleranzintervall setzen. Und hier ist Vorsicht geboten, denn ich kann hier nicht schreiben, Kurs größer als 359 und Kurs größer als und Kurs kleiner als 0, das würde so nicht gehen, sondern ich muss hier das Oder-Zeichen verwenden oder Kurs ist kleiner als 1. So, auch dann ist die Image View is hidden Eigenschaft auf false gesetzt. Das Bild wird also angezeigt. Und, Mensch, das kopiere ich mir doch jetzt wieder. Ne, warum hier tippen? Ich bin so tippfaul. So, statt Süden eben
Ja, Westen. Gut. So, und wenn nichts von dem hier zutrifft, ne, dann haben wir noch einen Else-Zweig, der eben das auch noch abhandelt. Else Image View is hidden. Ist gleich true. Und nicht vergessen, den Label-Text, Label-Text ist gleich String Format und Kurs 2, also ich möchte, dass der Kurs mit 2 Nachkommastellen angezeigt wird. Und hier Kurs. So. Überlege ich gerade, ob ich hier was vergessen habe. Und das hier scheint nicht der Fall zu sein. Also werde ich jetzt hier die App in meinem iPhone ausführen und dann werden wir ja sehen, wie das aussehen wird. So, also ich hatte jetzt beim erstmaligen Ausführen dieser App auf meinem iPhone festgestellt, dass das Bild, das die Himmelsrichtung Norden repräsentieren sollte, falsch war. Und zwar immer dann, wenn ich nach Norden zeigte, wurde mir der Cowboy angezeigt. Das war hier das Bild Westen.jpg. Klar, das muss hier geändert werden. Nochmal im Code durch Norden.jpg. Und ja, jetzt bringe ich die App zum Laufen und ich hoffe, dass sie jetzt diesmal vernünftig funktioniert. So, also da habe ich die App wieder auf meinem iPhone und wenn ihr jetzt hier 270 Grad und noch was seht, dann seht ihr eben, dass ich in die Himmelsrichtung Westen zeige. Es erscheint ein Bild, ein Cowboy auf einem Pferd, so wie man sich den Westen vorstellt oder auch nicht, ne? Der wilde Westen oder die Zeiten des wilden Westens sind ja vorbei. Nun drehe ich mich hier um die eigene Achse. Ihr seht, Kurs ist so 180, 81 und 180 Grad. 180 Grad entsprechen genau Süden. Und dann sehen wir hier ein anderes Bild an Pinguin. Der kommt und wieder verschwindet. Das liegt daran, dass ich hier eben, naja, hier ein bisschen wackle mit der Hand und dem iPhone, ne? Und ja, okay, da ist er wieder, der Pinguin. Gut, drehe ich mich jetzt weiter und habe dann irgendwann mal so 90 Grad oder um die 90 Grad, dann wisst ihr, ich zeige nach Osten mit dem oberen Ende meines iPhone-Displays. Ja, so. Und wir sehen buddhistische Mönche. Nun drehe ich mich wieder weiter und jetzt müsste der Norden kommen. Und im Norden gibt es Eisbären. Deswegen erscheint ja auch auf dem Bild hier ein Eisbär. Also man muss das Display tatsächlich ruhig halten. Na, ich probiere es noch einmal. Da ist der Eisbär wieder. Er kommt und verschwindet. Aber gut, okay. Wir wollten ja nur testen, ob hier die App funktioniert. Das tut sie. Und damit hätten wir ja unsere zweite Variante geschaffen. Okay. Ja, das ist ja alles gewesen zu dieser App. Also ihr könnt ja noch Gott weiß was hier einbauen. Ihr könnt diese Ideen, die ich euch hier zeige und euch vorprogrammiere, aufgreifen und ja, euch danach aufs Sofa legen, mal entspannen und schauen, was euch für Ideen einfallen. Und ja, diese
Spielereien und diese Kreativität sind eben in der Programmierung sehr wichtig und sehr nützlich. Ne? Ja, jenseits aller Nützlichkeit hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat, hier diesem Tutorial von mir zu folgen. Und ja, gebt mir ruhig mal einen Daumen hoch. Es freut mich, wenn ich eine positive Rückmeldung bekomme. Abonniert meinen Kanal, damit ihr auf dem Laufenden bleiben könnt bei künftigen Uploads auf meinen Channel. Ich sage jetzt fürs Erste Tschüss. Wir sehen uns im nächsten Tutorial. Macht's gut. Bye, bye.